Oh Gott. Oh. Nice step, Tony. The girl promised me a way out, and I was desperate enough to believe her. Well, you got a name, miss? Elizabeth. You can call me Elizabeth. We were all buried at sea. Moin moin, ihr Süchtigen draußen, Titanic Chris, willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Ich habe ja gesagt, ich werde eventuell die DLCs spielen. Und zwar sind das Seebestattung, Episode 1 und 2. Heute fangen wir mit der ersten Episode an. Ich empfehle euch das zu gucken, nachdem ihr das Hauptspiel gesehen habt oder zumindest die Story kennt. Denn es geht direkt danach quasi weiter, könnte man sagen. Und es ist wichtig, dass ihr das vorher versteht, sonst reißt es euer Hirn noch mehr. Ich spiele es, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, auf Englisch, weil ich den ersten Teil Bioshock Remastered auf Englisch gespielt habe. Und das macht dann von der Übersetzung her mehr Sinn. Das wird ziemlich wichtig. Ihr könnt Englisch, da mache ich mir keine Sorgen. Und ich würde sagen, wir fangen da mal direkt an. Ich werde das natürlich auch im 1999-Modus spielen. Ultra Hardcore, wie wir auch den ersten Teil gespielt haben. Und ich kann die Difficulty nicht mehr ändern. Egal, wir fangen an. Und viel Spaß mit dem Intro. You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Well, you got a name, miss? Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her type down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. You'd do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Tja. Ziemlich verwirrendes Intro. Elizabeth kommt zu Booker in einem anderen Universum. Und auch hier ist eine Privatdetektiv. Wir schauen mal, was das auf sich hat. Und wir sind in Rapture. I don't know, but I know someone who does. Follow me. Oh, ist das schön. Auch Sander Cohen kennen wir noch. Der Crazy Künstler mit seinem neuen Album. Oh Mann. Dieses Video wird wieder geclaimed mit der Musik. Alala. What I need from her is my business. But I know where to start looking. Something tells me a man with your particular talents could be useful.
afternoon. Andrew Ryan und Lust. Die würde ich gern lesen. Es ist schön, mal Rapture zu sehen, bevor es kaputt ist. Fontaines, Fox, Rods und vom Department Store. Den Fontaine kennen wir ja noch. What do you want? An autograph? Die Schnauze. If we were all made from common clay, then Einstein would have remained a patent clerk. It's our responsibility to strive. Hear, hear. Ich habe auch die Helligkeit angepasst, dass es atmosphärisch ein bisschen besser passt. Das finde ich lustiger. I heard about your little friend. Such a shame. My little friend. Edward thinks the way to my heart is philosophical transcendence. He's brilliant. If I wanted brilliant, I'd go to bed with a book. You're just trapped by petite bourgeois notions of romance, aren't you? Take it whatever way you will. But a girl wants what a girl wants. Little wonders. What happened to these children? What are they? Where have you been? Cabin in Arcadia? Little sisters. Atom factories. It's grotesque. Little sisters. Compromise? Is that why we came to Rapture? I could compromise in Red Hook. We're just men and women, Alan. You hold yourself to that standard, you'll never be happy. Postal? Die Rohrpost? Come on, we haven't got all day. Oh yeah. Look, I say you should have to prove you're properly versed on a topic before you're allowed to vote on it. Otherwise, it's just a knee-jerk response from the uninformed. Get on with it. Do you have any idea how valuable my time is? Na, reparier mal den Aufzug. Hier werden ganz viele Kinder vermisst und ihr wisst ja noch aus dem ersten Teil, dass Fontaine dafür verantwortlich ist. Patrons who truly understand the struggle of the artist. But even I was a little leery when he shuttered Fontaine's business and sent that bald buck to a grave deep in the briny. But when Ryan buried all of Fontaine's pals in that department store, someone had to find a home for all those freshly minted orphans. And if I turned a dollar or two in the process, you can hardly blame me for doing well by doing good. Crazy wie immer der Cohen. Natürlich denkt Andrew Ryan noch, dass Fontaine tot ist. Gay! He works for Ryan Security Firm. I got it first hand. Cooks a fella from the inside out. Damn thing a weapon? Art, science, industry. Andalusian arms. Wait. The house dick sees you, he'll toss you out on your ass again. Der House Dick. Booker ist hier nicht sehr beliebt, was natürlich keinen wundert. Funny. What? You're not knowing about the little sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, I thought it was a place where people understood to mind their own business. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it.
Okay. Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken. Down at Surprise. You were playing the tables and... She disappeared. And? Cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Mr. DeWitt, you all right? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll pass. Refreshment, sir? Madam? We're fine, thanks. Oh, yeah. I went through basic with a decent sort, but the Italians, Papa this and Papa that, they can't take a... Es ist ein bisschen verwirrend, aber es könnte sich um Fort Frolic handeln. Ich weiß es noch nicht genau. Gehen wir erstmal dahin, wo wir es sollen. Mr. DeWitt. We'll find my source inside of that club. Cohen. What does that lunatic have to do with Sally? Private party, no entry without prior invitation. Party. No entry without invitation. We'll see about that. Which business do you represent, sir? Business? Yes, which business? DeWitt Investigations. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen alone. I'm with the artist struggle. We're expected. No mask, no entry. Stuff shirt. These invitation masks he spoke of. They must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone to loan us one. The business of Rapture is business. Says it's sponsored by the Artist Struggle, the Golden Rule, and Rapture Records. I guess those stores would be as good a place to start as any. Genau, wir müssen eine Maske finden. Free Local Stores. Die gehen wir jetzt ab. Hab schon kapiert. Lol. Soll ich jetzt M drücken oder was? Habe ich schon kapiert, danke. Auf einmal sind hier schon sehr wenig Lichter. Aber ich finde es sehr stimmig. What brought you to Rapture? A man. Really? You don't strike me as the romantic type. Wasn't that kind of man. Then what? There's a debt that needs repaying. I've known my share of Shylocks. You're no Shylock. Wasn't that kind of debt. Eine Schuld. Eine Schuld, die beglichen werden muss. Open the door. Ach, das ist einer der Läden. Ja, da gehe ich noch nicht hinein. Hamyama. I need to know theater. Oh yeah, Propaganda. Der Big Daddy. Daddy may look imposing, but he's a gentle giant. Do you know all he does for Rapture? These metal jets are the hands that maintain Rapture, digging the foundation out of the seabed and guiding structural supports into place. Where do these metal mysteries come from? Sorry, chum, that's Orion Industries trade secret. Now you know. Now I know. Perfekt. Der Watched Clock. Ah, es ist eine Bar.
Who do I look like, Bridget Tenenbaum? Bridget Tenenbaum. Hallo. Hat sie mir das Portemonnaie liegen lassen? Ich hab ihn gleich aufgegessen. Fontaine's men up in that department store, but why on earth should we have to feed them? Isn't a prisoner just another parasite? What you want to do, Irene? Hang them all? You said it, not me. Vielleicht eine gute Lösung. Ich meine, es ist ja es. Tip. I don't think these supermen know the meaning of the word. Tja, ich gehe dann mal hier in die Küche rein, hä? Darf ich das? Oh. I had all of these visions before coming down here of Utopia. Every man with his hand on the great chain, the wheel of progress turning. Every cliche you can imagine. And what is the first thing that happens when I open up shop? Petty thievery. Now I have to lock all my valuables in the closet. Remember 2076. It's the problem with coming to Utopia, is that it still has the people. 2076. Another one. Hey, you got an issue with my food pen. You're welcome to put on an apron. Nee, tschüss. Dein Akzent scheucht mich direkt weg. Hat die gerade meine Frisur beleidigt? Hey! 2076. Was habt ihr denn für mich? Geld. Oh, jeweils einen Dollar. One ziehen. Krasser Scheiß. So, Chung. When Ryan Tigger over Fontaine Futuristics, sin of the terrible violence. Splicers burning each other to bits. Lucky ones not killed, sent to department to stop prison instead. Suchon think he dead man too. But then Ryan comes to Suchon and says, Suchon want to be buried in filthy store, or Suchon want to make a good salary, work for Ryan. How much salary, asks Suchong. This Ryan find very funny. Ah, yeah. Invitations to Cohen shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. You think you can figure out a way to distract the store owner while I take a look around? You just find the mask. Leave the distractions to me. Welcome. Excuse me. Lady has some questions for you. Yes, of course. I'm interested in. Bist du gerade geschrumpft? Ah, excellent. You've an eye, haven't you, miss? It's a natural sapphire and diamond, 18 karat gold ring, fully hallmarked for Paris, 1887. That's a lot of fine talk about a stolen ring. I beg your pardon? Right out of her coffin in Twilight Fields, did you think we wouldn't notice? I can assure you that. The assurances of a grave robber are of no interest to me. If you hand the ring back, the matter will remain between you and me. You come into my shop and talk this trash? I don't think so. Hit the bricks, you tramp! Or I'll see to it they hit you. Get your hands off me! Might be best if we were gone when he wakes up. Did you look for the mask? Didn't see one. There's no other way to get us into Cohen's. It's got to be back there. Ja, du hast es hier ganz gut geregelt. Deshalb, Cohen ja. Sends those masks out in some kind of box. Ich würde schon sagen, als ob ein Juweliergeschäft kein Safe hat. Damn.
Na klar. Tja, der Laden hat schon mal keine Maske übrig. Und da es drei Läden sind, natürlich finden wir es im letzten, ne? Ist ja ganz klar. Let's find another shop. Where should we look next? Upstairs at the artist's struggle or Rapture Records straight ahead? This clown bomb. How is Ryan taking over Fontaine's business any different than Ruth? Ah, Mr. DeWitt. Back again. I was Italian. And so soon. About the side of the start ringing in the new year a bitter. The greatest of Dr. Richard Tenenbaum. Are you in the know? Innovation and competition are what fuel Rapture. But that fuel can be diluted with rumor or flat out lies. The rumor monger asks, what are these so-called splicing side effects? Well, take a look around you. Do you see anything wrong with your neighbor? The rumor monger asks, why has Tenenbaum withdrawn from the public's eye? Dr. Tenenbaum is a scientific mind unparalleled, even in Rapture. She's no doubt in her lab, toiling away at her next great innovation. I heard she was in cahoots with Fontaine. Merely slander from jealous naysayers. Remember, Rapture competes through innovation, not cheap shots. Bridget Tenenbaum is a woman who represents the best of science and industry. In other words, she's a Rapture gal. Now you know. Now I know. Dankeschön. Vielen Dank, Propagandamaschine. Oh, play slots. Ja. Best quit while you're ahead. Das sind alles Früchte. Komm, ein paar Mal mache ich noch. Der ist besser, der andere ist rigged. Fick dich! Als ob ich hier nicht gewinnen darf. So, jetzt darf ich mich hier nicht verlaufen. Artist Struggle. Ich wollte ja zuerst zu Rapture Records rein. Zum Struggle gehen wir gleich zurück. Oh Gott. Oh. Nice dab, Tiny. Oh. Genau. No different than any other commodity, friend. You sell soybeans, I sell companionship. It's disgusting. That's the Bible talking, pal. That's your mother talking. What does Ryan say? Petty morality? Das ist mal ein engagierter Zuhälter. Wirklich Wahnsinn. Rapture Records, Sonorous Inc. Look around, please. Yeah. See that dish I walked in with? Will you give her the star treatment, pal? It'll make it worth your while. Of course, right away. What is this? Die Musik ist geschützt. Copyright. Ich schau mich mal um. Fuck. Shit, 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 Penis. Ja, spiel drüber. YouTube meckert da immer richtig rum, Alter. Wir sind hier gleich wieder raus. Ja, wo ist denn die Maske? Beauty Central, ja. Keine Maske.
place left. Haben wir wohl nichts gefunden. Okay, dann gehen wir mal wieder. Tschüss, danke fürs Helfen. Hoffentlich hat es funktioniert. Dieser eine verfickte Soundtrack, ey. I don't want to fall. Nothing? No. Got one place left, though. And if that proves to be fruitless? We'll cross that bridge when we get to it. Ryan understands something. Mason, wo's geht's? Buongiorno, signore. Servus, Bonjoura selbst. Wie hier gleich eine gruselige Musik kommt. Ja, ich finde die auch sehr gruselig, alle. Ja, setz dich ruhig hin. Banana. Chang observed strangest of coincidences. On other side of a window, man in strange hat experimenting on Su Chang's own creation. On plasmid. Man name of Fink. Outrage! Death of intellectual property! But man name of Fink is no fool. Through addition of oxidizing agent, turns plasmid ingestible through stomach lining. Mr. Ryan very impressed with Su Chang's initiative. Theft of intellectual property, two-way street. Das war jetzt ganz unscheinbar, aber der hat im Prinzip ein richtig krasses Story-Merkmal gelüftet. Denn Fink war der große Macker, der Erfinder in Columbia. Und hier ist Su Chang, dieser Wissenschaftler, der die Plasmide gemacht hat. Und es gab ja in Columbia auch diese Kräfte, die hier sind da Vigors auf Englisch. Und hier eben Plasmids. Und er hat gerade gesagt, dass Fink, dass sich die beiden quasi durch ein Fenster gegenseitig ausspionieren. Durch einen Riss quasi. Und Fink hat sich eben von Su Chang hier die Ideen geklaut. Durch diesen Riss. Deshalb gab es da in Columbia auch solche Kräfte. Das ist total verwirrender quantenphysischer Scheiß. Aber es ist schon echt krass. Die beiden haben so Industriespionage gemacht. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. So, wir müssen noch ins Artist's Struggle. Taking the turn out of Fontaine. Are you in the know? You've doubtlessly sampled products from Fontaine Futuristics. But do you know why Ryan Industries saved it? Frank Fontaine, business leader and benefactor of mankind? Or was he the best friend the parasite ever had? Were you aware his businesses were a front for a smuggling ring? And were you also fooled by his supposed charity work? At his free clinic, patients became test subjects, and his orphanages were places that children disappeared into and never came out. Once they learned the truth, Rapture's Central Council called for the arrest of Fontaine Futuristics' owner. But a coward to the end, Fontaine found a hail of bullets preferable to facing justice. The council asked that Ryan Industries assume the burden of stewardship of Fontaine's ill-gotten assets. And Andrew Ryan accepted that burden for the people of Rapture. Now all citizens can enjoy these products, free of criminal taint. Now you know. Now I know. Vielen Dank. Das war sogar mal nicht komplett falsch. Und Propaganda. Ey, das ist unfair.
Artist's struggle. Ich hasse Kunst. Was bist du für ein Pinsel, Alter? Hey, pal. You want to help out the little lady? Yes, of course. Interesting, isn't it? An original Sander Cohen. He calls it miasma. I'm sorry, but I know precious little about art. How does it make you feel? I don't want to open my mouth for fear of what foolishness might tumble out. Oops, ich bin besoffen. Would you like me to tell you what it means? Where is he hiding that box? Oh, I would like so much to understand. In this piece, Cohen intended to show us the struggle of the great man. So, das ist nicht sehr optimal von mir. Er hat kein Geld hier. Return to Cohen's. Oh, what's this one? Oh, please, it's so beautiful. What does it mean? You've given me so much to think about. I feel a trifle swoony. Would you mind if I return tomorrow for further education? I shall be here at your service. Until tomorrow. Jo, bis morgen. Ich komme ganz sicher nochmal vorbei. Good. You've located the mask. Third time's a charm. All right. It's best we head back to Cohen's. Auf jeden Fall. Fine piece of work back with those shopkeeps. You've got a bit of the grifter. For that you can thank my father. Oh yeah? He was a man comfortable in a variety of roles. Anspielung. Das ist so weird, dass wir eigentlich ihr Vater sind. So, what kind of field you in? Field? Yeah, you know, occupation. Can't imagine what kind of employment would lead you to tag along on a job like this. I suppose you could say I work in debt collection. Enter the club. Ah, very well. Mr. Cohen awaits your participation at his performance. So who is this fellow Cohen? Some sort of underworld figure? Worse. He's an artist. An artist who kidnaps children. Cohen's muse is a bit more diverse. I've seen this type. Gets an idea in his head, end a conversation. Don't matter who gets hurt. Okay. Die laufen noch Rasen rum. Was für ein schöner Club. A real biscuit. Isn't he a biscuit, lady? I need to ask you a few questions. Questions? Yes. Yes. It is the work of man
to ask. It is the work of the artist to answer. You've seen this girl, haven't you? We artists see more than most. You're more than you claim to be, little songbird. Are you not? Watch this one, DeWitt. She'll take you where you don't want to go. But I know the child in that photo is important to you. So many children flit away. I know where the girl is. And I will send you to her in exchange. All I ask is a dance. What? I see something in you too. Art strips away artifice. Show me who you are, and I will show you where you need to go. Listen, Cohen, you son of a bitch. Mr. DeWitt. What? Dance with me. Come, dance! I shudder to think what greater price he might care to extract. Fitzpatrick! Beauty and pain. They can be no more separated than birth and blood. What do you think Cohen's customers do with the children? Do they? Sometimes. But those types lack the capital of people like Ryan and Sucho. That's a blessing. You saw those little sisters? You so sure? But if Su Chong had Sally, I'd know it. How? As I tied him to a chair and asked him. So? For 15 hours. I don't know what to make of you, Mr. DeWitt. No! Listen, we're not gonna keep... Fitzpatrick! Mr. DeWitt! Are you all right? I'm fine. You were dreaming. You kept saying your daughter's name, Sally. She's not my daughter. I thought... Pain and beauty! To an artist, they are parent and child. Cohen? I'm sending you to find your young one. No need to thank me. I'm not so sure you'll like what you find. Look. Fontaine's. Ryan sent the whole thing to the bottom. But it's a prison now. Why would Cohen have sent Sally there? I don't know. Everyone has needs. I merely provide a service for those who have the means to pay. You'll find your little bird in the housewares department. How many people do you suppose Ryan's got locked up in that place? Enough. Fontaine had amassed something near an army. Now they're down there, spliced up and wild. All right, there's a dock up ahead. Takes a cold son of a bitch to do that to a living person. What's that? Burial at sea. You read your residency contract with Ryan Industries? In perpetuity, we're all buried at sea. Too comfortable. Keep your eyes open. Find Sally. Hier sind wir nun.
Seem to be some supplies this way, Mr. DeWitt. It's Booker. What? Just call me Booker. If it's all the same to you, let's leave it at Mr. DeWitt. Flashback. Wir können Teufelskuss, Devil's Kiss und Possession. Was natürlich in dem Modus bisher immer das Wichtigste gewesen ist. So, das ist auch für mich gerade sehr dunkel. Jetzt geht's los mit der Atmo. Krebse. Geld, 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 Geld. Mr. Krebs wieder am Start. Bracelet. Ja. Ich muss mich hier aufs Glitzern verlassen. Was muss ich denn noch wissen? Sander Cohen's The Marge Hare. Oh je, Kunst. Ja, also das macht mir Angst. Wow. Der Black Dream. Hallo. Ich verstehe diesen Sound doch, dieses Warum? So, Verkaufsautomaten haben wir noch nicht gefunden.
Plasmid, rechte Maustaste, linke Maustaste. Ja, ich habe das Spiel gezockt. Keine Sorge, ich weiß das. Kommt drauf an, was wir verwenden werden. Look up there. Closed by order of the council. Let's have another look around. Perhaps we'll be able to find something to get us up and over. Richtig. Nehme ich gerne mit. Also das Tool Air Grabber. Could be handy. A skyhook. Skyhook? You mean the air grabber? Kids using to ride around up on the pneumo lines. Air grabber. Huh. Constants and variables. Constants and what? Never mind. Konstante und Variablen haben wir schon am Ende des Infinite Games gehört. Damit ist gemeint, es gibt halt, also in Bioshock Infinite heißt es halt Skyhook und hier Air Grabber. Konstant ist, dass es immer so ein Tool gibt, dass für das gleiche da ist, aber Variable ist in dem Fall, dass es anders heißt. Die haben das schon sehr intelligent aufgebaut. Mr. DeWitt, someone's coming. All right, I got the grabber unjammed. Hoppala. Da hatte ich gerade einen richtig krassen Lag. Housewares. That's where Cohen said we'd find Sally. The store ran trams between the three buildings. We'll need to avail ourselves of that. Assuming it still works. Optimism, Mr. DeWitt. It helps in situations like this. Das Ding ist, wir müssen jetzt wirklich auf die Munition achten. Hauptsächlich werde ich natürlich wieder mit meinen Plasmiden hier arbeiten. Mit der Possession. Wie auch schon in Infinite, weil mit der Hand Cannon hier kann man nicht so viel treffen. Da dürfen wir uns nicht drauf verlassen. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn man hier stirbt. Wann kamst du zu Rapture? Ja. Oh, es war. Jeez. I guess around 51? No. 48? That's a rather large gap. Time. Life I had before sort of becomes a blur. 49 for sure. Damn, you look a mess, Mr. DeWitt. Just keep your eyes open for splicers. They can do us a whole lot worse. Eat it up, but it's good for you, you know. I've never heard of birds that didn't like seeds. What's the matter with you? Do you think it's poison? I deserve better.
her. Nicht optimal, gell? Darf ich schon mal schießen? Well, here's the tramp. That Splicer had no problem freezing a path for himself before. I'm sure he'll be happy to do the same for us. I have no doubt you'll prove persuasive. Stairs to floor 2. Manswear. Mal schauen, wo wir zuerst hingehen. Wir haben hier ein bisschen der Auswahl. Mr. DeWitt, look. Ich weiß schon, da geht's weiter. Aber... Ah. Circus of Values. Und eine Genbank aus dem ersten Teil. So, ich habe $116. Mal schauen, was wir uns kaufen können. Winterboost, Wintermod. Naja, ich kaufe mir auf jeden Fall Possession for Less. Das ist verdammt wichtig, damit es nichts kostet. Beziehungsweise kaum was, wenn wir Leute hier possessen. Das dürfte das Wichtigste werden. Predaporter. Und wir gehen hier mal zuerst rein. Ich brauche unbedingt Lebensenergie. Another burst pipe. The store sunk a few hundred feet beyond its specifications. More pressure, more burst pipes. Gut, das heißt, wir kommen hier noch nicht rein. Das macht aber nichts. Das zu kaufen war wichtiger. An ice rink. Be good at places any to look for our new friend. It says it's on the top floor. So we go up. Visit Rapture on Ice. Das werden wir tun. Let me see that. Oh, have matters progressed so little? I could turn this with a rake pick. Done. Where'd you learn that? Oh, it's something I picked up a long time ago. Ja, hat's recht. Our frozen friend leaves a hell of a trail. Ja, true. Oops. Es glitzert, ich muss es aufheben. Just let me in, okay? There. Fontaine, Splicer. We're all equal down here now. All in the same boat. I just want a taste of some high-class food. Splicers. I don't think they see us. If you keep quiet, maybe you can get the job. Even the odds. Ja, dann komm runter. Hat sie eine Waffe? Es ist immer wichtig, dass wir die Nahkämpfe möglichst einfach ausschalten. Besser. Gut, Bury, let's see, ist in dem Modus fast genauso hart, wenn nicht sogar härter.
Deshalb muss ich jetzt ziemlich langsam rangehen, auch wenn das weniger Leute sind. Ich brauche einen Lockpick hierfür, den haben wir noch nicht. Lockpicks sind ja auch Mangelware. Es ist so fucking dunkel hier. Ich möchte alles an Geld haben, was ich haben kann. Ah, da ist der erste Lockpick. Das trifft sich gut. Da kommen wir so nicht hoch. Achso, doch, da kommen wir hoch. Ja, noch nicht. Dann gehen wir erstmal jetzt auch da runter. Fancy putting those lockpicking skills to work? Okay. Ready. Es gefällt mir hier nicht. Oh. Hehe, Tommy Gun. Die nehmen wir uns auch noch auf. It used to be such a thrill to hear Ryan speak. Parasite, this. And the exaltation of man, that. Sure. Eve. Could all get a bit of a bore. But the old bear sure knew how to enunciate. Weil ich jetzt ganz Eve weggedingst hab. Ich bin immer noch besoffen. Schild wieder aufladen. Jetzt wieder ein Bourbon gesoffen. Alter, ich muss echt aufpassen, was ich hier sauf. Das kann gefährlich werden. So, ein Tommy Gun Schuss. Alter, wir kriegen ja echt nichts geschenkt, ne? In dem Mode. Wir kriegen echt nichts geschenkt. Tee? Was glänzt hier noch? Naja. Ich sollte halt wirklich immer mindestens ein Magazin haben. Freitux, allow you. Ja gut, hier habe ich keinen Hook. Weiß nicht, was hier der labert. Jedenfalls hier ein Gear. Ja, ja, schon klar, ich weiß, was das ist. Better Mouse Trap. Plasmid Traps are more potent and cost less Eve. Ja, equip. Habe ich schon was an? Comparison? Basic Schwert, nee. Equip. Jawohl. Das heißt, ich jetzt hier einen Teufelskuss, eine Falle schmeiß, kostet es weniger. Okay, das ist nicht schlecht. I want that. Jawohl. So, als ob wir jetzt wieder zurückgehen dürfen, ohne Probleme. Oh, das habe ich übersehen. Boah, krass. Gott sei Dank habe ich es jetzt. Handcannon Ammo full? Okay, warte mal. Ich bin auf
Haut drauf! Ganz frisch, Elisabeth. Wo ist denn er eigentlich hingefetzt? Kam der in meine Richtung? Ich hab den ja schon ordentlich penetriert mit dem Fass. Ich höre da hinten links noch ein Geschütz. Hier oben haben wir uns noch nicht umgeguckt. Lol. Das ist echt gut versteckt. New Pants, Filthy Leech. Using a plasmid to kill an enemy, return some Eve. Das sind Hosen. Equip. Schau bitte wieder nach rechts, danke. Arschloch. Immerhin hat er mein Dings nur erwischt, mein Schild. Jetzt hören wir uns im Menü an, weil wieder draußen Leute rumlaufen jetzt hier. Left behind. Ja, play. Ryan, you bastard. Left me here to rot. Sure, I signed the contract. Helped turn Fontaine into a prison. 10 days, big rush, everything slapped at. Right before the prisoners are brought in. One of your piece of shit turrets. Bam! Both kneecaps. Now I'm likely a cripple locked in a jail, surrounded by maniacs. I haven't even been paid, but I don't care. Just get me out of here! Okay. Okay, ich würde den looten, aber ich warte noch kurz, bis es wieder wegguckt. Scheiße. Ja, dann komm hoch, Alter. Ach, da ist er. Na, das Geschütz zieht mich nicht. Haben wir mit der Kehle durchgesäbelt oder was?
Na fein. Dann haben wir das. Go on without me. Der ist wahrscheinlich am gefährlichsten von allen mit der Maschinenpistole. Mir macht es Spaß, wieder ein Rapture zu sein, einfach. Ich finde das so obergeil. Auch wenn wir so vorsichtig spielen müssen, ist beim ersten Teil natürlich zwar auch in gewisser Weise so, aber. Das ist jetzt ein Hut, okay. Weapon damage increases when the player is aiming using sights and after each successive kill up to 5. Ich muss jetzt durch Dings gucken beim Zielen und dann mache ich mehr Damage. Evil Eye. Okay. Workman's Wear. Ein kaputtes Gear. Das Geschütz kürzt mich jetzt schon an. Hallo? Hallo? Are you kidding me? Das ist ja wieder Witzbolde, hä? Ach, die sind auf die eingestimmt. I see. Denen gehört es. Au. Au. Denen gehört das Geschütz, okay. So weit konnte ich jetzt nicht denken, weil im ersten Teil waren die immer zu blöd, was zu hacken. The Great Chain. Die große Kette. Schauen wir uns hier noch sorgfältig um, danach gehen wir durch dieses Airlock da durch. Wer versteckt denn Geld in sowas hier? Oh je. Das war mal extraordinär hier. Da ist ein Gear. Gut, Midi Strikes reach 3 times as far and do double damage, but also consume 20% of your shield. Das heißt, ich verliere Schild, wenn ich ihn schlage, aber es macht. Alter. Ne, mein Schild ist mir zu wichtig eigentlich. Obwohl ich natürlich schon mit Melee zuhaue, ne? Ziemlich oft. Nee. Ich nehme es einfach mit. Aber ich werde es nicht, Das wäre doof.
Oh, schon ganz schön Ammo. Of my first play, the Herald said, a dead whale has washed up at the Schubert Theater and stinks a little more with each passing night. The Tribune called my first opera as having the effect of canceling out all of Mozart's classics in a single caterwaul. And now, critics take me to task for my humanitarian work. If I were not there to find a home for these orphans, would these belly achers take my place? An artist once said, all critics should be assassinated. I just might take him up on that. Was für ein Arschloch. What's happened to these people? They don't even seem safe. Nothing beats your first splice. From there, it's all downhill. The frozen frosties, the jockeys who will hand you 1,000 volts as soon as look at you. You sound sympathetic. They wouldn't be the first sons of bitches who found an answer at the bottom of a bottle. But once you see them go all weak at the knees at the sight of a little sister and all her Adam. They cut a less sympathetic figure. Zum Glück lassen sie dir ein bisschen einen Puff übrig. Ich sehe meine Lebensleiste war fast zum Arsch, weil ich die Possession daneben geschmissen habe. Da hatte ich gerade ein ganz schönes Problem. Allerdings haben wir das trotzdem noch ganz gut geregelt. Die Explosion hat mich fast getötet. Naja. Kann passieren, aber zum Glück bekommen wir nach jedem größeren Gebiet einen ziemlich guten Autosave. Und dann können wir jetzt auch durch dieses Airlock da durchgehen. Old Man Winter. Cycle Airlock. Und bevor wir hier jetzt weitergehen, kurze Festplattenpause. So, da haben wir wieder ein bisschen Plot da drauf. Muss ich mir da keine Sorgen machen. Elizabeth, lass ich mal wieder durch hier. Der Pavillon Second Floor. Richtig geil. Ich mag es, wenn es so feucht ist. Short-circuited. Probably be able to pop it open with a jolt of shock jockey. You familiar with shock jockey? More than you could know. Let's look around. Maybe there's a store ain't been ransacked by splicers yet. Shock jockey haben wir benutzt. Da kennen wir uns damit aus. Ah, da kann ich hoch sogar. Aber warum sollten wir? Weil wir uns hier erstmal nur umgucken können. Ladies wear. Feind der Orgel mit der Plasma natürlich. Falls meine Facecam gleich wieder ein bisschen überhell wird, die Sonne ist gerade wieder oben. Wir haben immer noch die grausame Hitzewelle hier. Deshalb nicht wundern, wenn ich gleich ein Weihnachtsbaum bin. Stand above the crowd. Ja. Ich brauche Handcannon-Munition. Blinkt schon die ganze Zeit. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Habe ich geraucht oder was? Naja.
Frankie. Can you leap? Discount. Cut him a break. Schön. Das müsste das Evil Eye Ding sein, dass meine Waffe gerade so am Glühen ist. Kling, kling. Ich brauche sehr viel Geld. Ich möchte ja noch ein paar Upgrades kaufen. Ring. Ring, 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 banana phone. Requires 3 picks, die haben wir. Elizabeth? Come on, give me something challenging. Du kannst mir schon längst Munition suchen. Das wäre challenging genug, verpiss dich. Dann gebe ich deinen Lockpick zurück. Necklace. Ja gut, komm. Wir fahren den Audiolog mit Door Code 0928. Okay. Dropping audio diaries in the pneumo tubes like a message in a goddamn bottle. Hoping one will get through and someone will save me. If you get this, send help. I'm holed up in the shoe storeroom. The code's 0928. Der Shoe Storeroom 0928. Okay. Ich werde mich daran erinnern. So, ich sehe überhaupt gar nichts, ey. Und den Brandy sauf ich jetzt nicht. Na gut. Im ersten Teil haben die das, glaube ich, auch mal gemacht. Sich hinstellen als Schaufensterdinger. Die bewegt sich, ich sehe das. Die bewegt sich. Das sind keine. Ja. Ja. Au. Ja, hallo, würdest du mal bitte kurz. Lampe. Oh Gott, ey, wieso dass sich die wieder nicht gegenseitig holen konnten, gerade weiß ich auch nicht. Eve, bitte. Das bringt gar nichts, das Schild zu verbessern, weil die erste Episode wie auch die zweite, das sind nicht so wirklich lange Sachen. Dass es da jetzt irgendwie sich lohnen würde, das Schild zu machen. Wo ist die andere? Habe ich die schon aufgehoben? Du, da fehlt aber noch ein Körper. Na, ich glaube, ich hab's aber. Hä? Oh, Leute, haben wir uns eingesperrt. Sie haben uns eingesperrt. Oh, Scheiße.
Ist da jetzt noch einer? Ah, da. Wow. So nicht, Adolf. Ja, da ist noch Eve quasi. Na gut, das kann ich mir dann gleich holen, wenn ich hier fertig bin. Das Geschütz geht mir auf den Sack. Mehr sehe ich nicht. Hau ab. Hallo? Bist du der Einzige? Gut, ich könnte die Zombie echt verwenden. Aber ich mag es irgendwie, volle Muni zu haben. So, was haben wir hier? Das hier ist ja ein Schuhgeschäft, Superior Shoes. Ah, da können wir den Code eingeben. 0928, so müsste es gewesen sein. Hoffentlich konnte ich mir das merken. Schauen wir mal. 0928. Perfekt. Ja, geh vor, komm. Arschloch. Ich muss mich hier umgucken. Quick Handed increased weapon reload times by 30%. Was habe ich an? Using a plasma to kill enemy returns Eve. Ne, ich nehme es einfach mit. Das lohnt sich nicht, schneller nachladen. Mal keinen kurzen hier. Da müssen wir gar nicht rummachen. Heartless. That's what this town is. All my audio diaries begging for rescue came back on red. Marked return to sender, insufficient postage. Na gut. Entertainment! I can't breathe! I can't breathe!
I haven't found anything. I found Eve. You need this. Just follow an order, all right? Ich konnte nicht lang genug gedrückt halten. Für den Devil's Kiss. Aber das macht nichts. Ich glaube, die Entwickler lassen einem immer so einen ganz kleinen Bonus übrig, bevor die Lebensleiste ganz leer ist. Aber egal, ich hatte es noch unter Kontrolle. Okay, so. Macht nichts. Jetzt können wir erstmal einiges einsammeln. Ich hätte echt länger gedrückt halten sollen, weil dann macht das Ding mehr Schaden. Aber es ist, glaube ich, gut, dass ich da unten den Feuerball hingeschmissen habe. Ich hole mal noch das Eve. Dankeschön. Und Sardinen. Sardinen! Handcannon ist wieder voll, das gefällt mir. Ein bisschen Alkohol sollte ich mal trinken. Okay, dann können wir mal eins höher gehen. Okay. Naja, das gibt mir ein bisschen Hilfe. Auch wenn ich mir wieder kaputt saufe. Das habe ich bei den unteren Automaten vergessen, aber ich glaube, das kann ich ganz gut nachholen. Wir haben ja ein bisschen Hub. Kann ich mir schon was gönnen? Ne, da warte ich noch, bis ich die Winterding habe. Bis wir das Winterteil da verfügbar haben. Ich könnte mich besser anstellen, aber... Ja, ist schon in Ordnung. Ich glaube, ich hatte beim Hochfliegen noch was gesehen, warte. Hier könnte man auch drauf. Ah ja. Perfekt. Perfekt. Vergessen, dass sie auch einen Haken hat. Die Sache hat einen Haken. Looks like the plasma department is back that way. I'm sure we'd find something useful there. Ja, Schockjockey, ich sehe schon. Das brauchen wir auf jeden Fall. Harpinlock. Fancy putting those lockpicking skills to work? Done. So.
Du bist stärker. Hab ich dich so. All hot. So, was haben wir hier? Free picks. Got a lock, needs picking. Sure thing. Got it. Ich muss mein Leben wieder hochkriegen. Oh. Es würde sich anbieten, aber nee, ich möchte mehr Possessions. Feel better already. Oh, you're not gonna outlawyer me on this one, Ryan. You knowingly promoted Old Man Winter with the implication it produced ice, not dry ice. The ice sculpture we commissioned for this year's gala at the Cashmere stands where we left it a month later. All 2,500 pounds of it. And who's still footing the room rental? Oh, not you, you son of a bitch. You son of a bitch. Setz dich da und dann wie so ein scheiß Geschütz, ey. Ich werde Schock-Jockey nicht benutzen. Außer es ist halt nötig. Das ist jetzt nicht so mein Plasmid. Na gut, für Notfall wäre es nicht schlecht natürlich, ne? Holzkuh für das Rad, ja, ja. Aber zack. Gut, das war's anscheinend. Ich glaube, noch brauchen wir es nicht. Das war ja für den Aufzug unten. Aber wir müssen natürlich noch das Frostding finden. Why did Ryan lock up all of Fontaine's followers in a department store? He needed somewhere to put Fontaine's button. Why not shut down the competition in the bargain? But I thought Andrew Ryan was all about free markets and open competition. All those ideas lose their luster when the quarterly earnings come in and you find the other guys eating your lunch. Either way, Fontaine's dead. Wirklich? Fontaine ist nicht tot. Nix da. Check Frost's souvenirs. Something tells me all that cold isn't just coming from the ice rink. Ah, da braucht man Schock-Jockey dafür. Ah, ein Pick. Got a lock here. Child's play. Done. Dankeschön. Ui. Absinth plus Health. Ja, dankeschön. How many you have? Tut mir leid, aber ich brauch was. High and Mighty Boots. Attaching to Pneumo Lines. Also hier die Sky Rails oder so. In dem Fall. Enfratox provides a chance of a Winter Shield and increased damage for 5 seconds. Okay. Winter Shield im Hauptgame war, dass man, glaube ich, unverwundbar ist, während man da drauf ist, aber nee, ich nehme es einfach nur mit. Frank Fontaine called me the other day. Me, Ray Lorne. Says trouble's coming and he's passing out special plasmids to all his best guys. I mean, it's an honor, but man, I started getting these shingles all over. Skin's discolored. Like when a guy's about to lose a limb, you know?
and I can't seem to pile on enough clothes. I hate to ask, but is this happening to everybody? Sold or press scroll. Ich habe keinen Button dafür. Wir können auf jeden Fall. Was? Wo ist meine Tommy-Gun jetzt hin, Alter? Nein, 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 das nicht. Herrgott, nochmal. Meine Tommy-Gun hat er jetzt weggeschmissen, oder was? Da muss ich kurz in die Steuerung gucken. Vielleicht kann es sein, dass ich das anbindet habe gerade. Es gibt hier noch ein Waffenrad hier in dem DLC. Schau mal. Throttle Iron Sight, Switch Weapon Scroll. Haben wir da nicht noch mehr? Warte mal kurz. Ah, seht ihr? Mit DLC kann man mehr Waffen tragen. Das heißt, ich muss eine Waffe jetzt halt immer nervigerweise hier mit ändern. Aber dafür haben wir mehr zur Auswahl jetzt. Noch ein Lockpick. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Leider kriegen wir hier nichts mehr. Jetzt darf ich halt nicht verwirrt sein, mit dem Scrollen geht's nicht mehr. Freunde, wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Ich habe kein Eve mehr und das gefällt mir nicht. Ich bin gleich wieder zurück. Das ist, glaube ich, auch ein versteckter Ladescreen einfach. Ich gehe nochmal kurz in die Plasmid laden. Ich glaube, hier ist nichts respawned. Hier oben war nämlich noch. Ja, das sollte es tun. Das sollte es schon tun. Ich möchte nämlich ein paar Possessions einsetzen. Old Man Winter Repton Eis. Ja, schieß. Okay. So, das ist echt. Da konnten wir mal die KI wieder ausnutzen, aber es wäre echt doof gewesen, hier reinzulaufen. Vor allem ein Spray zu viel und mir war es das. Ich weiß jetzt nicht, wer von den Geiern da dieses Eisplasmid hatte, aber ich glaube, der müsste tot sein. Schauen wir uns mal um. Was für eine riesige Arena das hier ist, ey.
Mr. DeWitt, the plasmid? Have you forgotten what we came for? Halt die Schnauze. Ah, da ist es drin. A lady's shoe. Money. Oh, fashion. Tommy Gun Ammo full. Ist ja schön. Das war also so eine Eiskunstlauf. Holy. Jawohl, ich sauf mich so hin. Gut, dann gab es hier noch irgendwie was drunter. Was ist das hier? Ah, mehr Muni. Handcan Ammo. Ja, danke schön. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Das Game will nicht, dass ich mich umgucke. Oh ja. Yeah. Eve. Ja, ich mach schon. Carbine Ammo. Jawohl, ja, da kann man was machen. Need a lockpick. Give me a second. All yours. No. Son of a bitch drank every last bottle of Old Man Winter. I think I can help. What was that? It's a new plasmid. Let's me bring in things that might exist, but don't. I'm not sure I understand. What's it called? Tear. Where'd you find that? You don't expect a girl to share all her secrets, do you, Mr. DeWitt? Yeah. Freeze your enemies. Shatter them into a thousand pieces. Nice. Ich find's schade, dass bei Shock Jockey nichts vorkam. Als kein so ein Werbevideo. Vielleicht war es ein Fehler, vielleicht aber auch gewollt, dass es. Client and all, but I've gone about far enough without a few answers. My purpose here is none of your concern. Consider me a means to an end. And why do I get the feeling I'm being set up? I told you I'm in collections. An account is in arrears. My clients simply want to see matters set to right. Don't make any sense, that's all. If you don't like the arrangement, the bathysphere's back that way. Genau. Samurai Kabe. Elizabeth! There you go. Yeah. Danke. Voll geil, Samurai. Dankeschön. Genau, ein bisschen Geld werdet ihr noch dabei haben für mich. So, schauen wir mal, was wir uns jetzt so kaufen können. Winter Boost, Increase Frozen State Duration. Okay. Mods, damit mehrere sind. Okay. Damit komme ich auch klar. Haben wir noch. Shock Chucky Bounce. Mr. Text, Ricochet in the Right Direction. Ja, ich kann zielen. Hoffe ich.
Shock Chain adds ability to chain lightning strikes from one enemy to other. Achso, ja, Kettenblitz. Ja, gerne. Shopping! Leuerungsschacht voll ausgerüstet. Ich glaube, ich möchte meine Tommy Gun. Dann gehen wir wieder nach unten, oder? Müsste eigentlich passen. Mist, das Spiel gerade abgesammelt. Und das Geile ist, ich musste diesen ganzen Scheiß in diesem verfickten Kaufhaus nachspielen. Und das Ding ist, das Geld ist nicht immer das gleiche, das man findet. Das heißt, ich habe jetzt bloß den Winterboost, aber nicht mehr die Schockhilfe. Das heißt, ich muss mir die irgendwann anders kaufen, wenn ich Geld habe. Aber vielleicht brauchen wir sie auch nicht, ist egal. Der Stand bis hierhin ist der gleiche und wir fahren jetzt wieder nach unten. Denn wir haben Winterblast. Erfolgreich. Dann können wir jetzt über diese Bridges gehen. Create an Ice Bridge to the Tram Station. Oh ja. Ah ja, jetzt ist das Gitter hier offen. Ah ja. Ein Barren. Noch ein Gear. Magic Bullets. Critical Hits do extra damage and have a chance to not consume a bullet. Was habe ich dafür? Nee. Die Traps, die sind mir lieber. Also, die Fallen von den Plasmiden. Nicht Traps hier wegen, ist schon, ne? Gerade noch mal gerettet. Lol. Dankeschön. So, die habe ich beim neuen Spielen schon direkt ausgeräumt. Mit Possession. Jetzt können wir hier über eine Brücke. Das müsste noch optional sein. Weil rechts geht es ja zur Tramstation. Cool. Komm, Geschütz. Hallo? Jawohl. Ja, ich möchte das gerne kaputt machen. Okay, da war bloß noch das Geschütz gegen mich. Decoy. Der Fake Booker. Das gab's gar nicht so oft im Hauptgame, glaube ich. Wird zum Ende hin. The Great Chain. Open it. You bet. You bet. So, was haben wir denn für mich als Belohnung hier? Zwei Automaten nochmal. Munitionsautomat? Nein, danke. Wir kaufen nichts. Maximal sparen hier. Ammo Bandit. Banditos.
So, neue Infusion. Danke. Perfekto. Aha. Shotgun. Eve of the whole ice sculpture fiasco, which is gonna bounce off you, didn't you, Ryan? Well, you ain't made of rubber. You got your circus of value selling your goods, security devices protecting your property. You think you own them, but you don't. I'm learning how to turn your creations against you. I promise you one thing. Machine gun bullets don't bounce. Okay. Hauptsache, die Audioaufnahme hätte mich fast umgebracht hier. Der Audio-Log. Ich hab die nicht gehört, what the fuck. Und Augen habe ich ja keine, ja. So schnell fällt eine Ausrede auseinander. So. Naja, leider habe ich nicht genug Geld, um mir das jetzt zu kaufen. Wieder, aber macht ja nichts. 5 Dollar fehlen. Ich weiß schon, use Plasmid. Take a Sally's not your daughter. What's she to you? Why risk life and limb? It's part of the job. You owe me no explanation. She's just another orphan. After Fontaine went down, city was loud. And? I don't know. You have a reason for every stupid thing you've ever done? She started showing up, looking peaked. For me to feed the brat. Should have known she would never leave. How did you lose her? It's none of your business. Den Bronco habe ich auch noch nicht gefunden. Egal, Shock Jockey Chain. So, jetzt haben wir das wieder. Somit bin ich wieder genau da, wo ich vorher war. Nix verloren durch den Crash. Schön, dass hier noch Geld lag, aber rauchen werde ich nicht, tut mir leid. Bisschen Alkohol wäre nicht schlecht oder irgendwas, was mir mehr Energie gibt. Es wäre geil, wenn ich mich tot rauchen könnte. Jetzt bin ich nicht mehr so Energie hier. Was ist das? Lockpick. Habe ich auch bloß durchs Leuchten gesehen. Warte kurz, ich schaue mich noch ein bisschen länger um. Aha. Death's Benefit. Melee Kills give a small amount of health. Melee Executions give a large amount of health. Compare Plasmic Kills. Nein, take. Es ist aber auch sehr gut eigentlich. Switchback. Achso. Okay. Dann sind wir hier durch. Lass uns weiterfahren, komm. Leave the area. Said right. Yes? Wouldn't peg you as the rapture type. Not even a little. If you mean I have no interest in joining the Andrew Ryan book club, you'd be right. Just another set of fanatics with a different set of books. I gamble. What? You asked me how I lost Sally. I gamble. Took her somewhere a kid's got no business being. I was winning. A place like that, you don't let a kid out of your sight. But you did. Yeah, and here we are. But the million-dollar question is, what's she to you? I have an interest in reuniting you with her. Isn't that reason enough? A
Let's hope Cohen was on the level when he said this is where we'd find Sally. I can only imagine what they would do with a child in a place like this. Cohen's halfway to Splicetown. Probably thought putting a child in prison would be high art. The sooner we find her, the better. Ja, das ist auf jeden Fall ein Kunstwerk. Sally! Sally! Come out of there! I can't see her. What are you doing? This is a schematic for the venting system. It shows there are more vents like this one in electronics, the bistro, returns, the book department, and the appliance show floor. So? If she's in there, there are only six vents she can come out of. Now there are five. All these vents are connected to the central heating unit. If we close them off and turn the heat up, she'll be forced out through the central exhaust. The only exit. You want to burn her alive? No, we just make it hot enough to flush her out. You can't do that. Look, either we find her, or one of those splicers will. All right. Where are the other vents? Up ahead. Okay. Alle Ventile schließen und sie dann mit der Hitze raustreiben. Das ist schon krank. Aber. Muss wohl sein, ne? Fancy putting those lockpicking skills to work? Give me a second. Aber da führen sie immer noch die gleiche Konversation. Wenn es um die Dietrich-Dinger geht. Hey, los, Fancy, mach mal auf hier. Wow. Come on, love. Oh, Mickey just wants to give you a little squeeze. You don't want to disappoint your old uncle now, do you? You come out of there! Ain't no fair keeping that tasty atom locked up in your stomach. Ain't no fair. Quiet, you yegg. She comes out for the honey, not the vinegar. Na, hallo? Wie ich ihn einfach nicht getroffen habe. Shotgun. Vent over there. Ja, ich hab's schon gesehen. Okay, ich hoffe, es ist euch nicht zu dunkel. Ansonsten einfach die Qualität hochschrauben, das müsste auch ein bisschen helfen. Auf 1080p zieht YouTube das nur ein bisschen nach unten. Ah, er hat einen Lockpick dabei. Love another future, huh? Yeah, the kid got hold of that damn radar range last night. Started trying it out on everything. Apples, marshmallows, spoons. Had himself a fine time until our Pekingese stepped in the way. And for some reason, I'm the one in touch with the wife. Well, I locked the damn thing up. Oh, so don't forget the code. It's 3958. 3958, okay. Two down. Where to now? 39.58. Gehen wir mal ins Bistro. Fucking Bronco! Fucking Bronco! I've been in the
less. Now you be sure to bring me some pictures of you in the gown, now you hear? Cup of Joe, sweetie? Oh, would you like to hear today's specials, or are you already decided? Well, we got a real fine key lime pie. We serve it nice and cold. Nice and cold. Well, there. Ich glaube, du bist crazy, Olle. Eavesdroppers never hear anything good of themselves. Stay away from my child. Ich hätte den Automaten mal früher erwischt. Uiuiui. Milch, wuhu! Ich liebe es. Ah, da vorne ist ein Dingens. So gesehen war es schon richtig. Aber ich möchte mir sowieso keine Bronco-Verbesserungen kaufen. Auch wenn ich das noch immer gefunden habe, das Ding, aber... Ich habe es im Hauptspiel auch nicht verwendet, das ist doch viel zu gefährlich auf dem Mode. Okay. Das ist viel zu gefährlich. So nah an die Rand zu gehen. What is that thing in there? It's a radar range. Could figure out if the thing's designed to cook a turkey or a splicer. Damn door's got a key code lock. No way to get in without knowing what it is. So eine Gamma-Pistole aus Fallout 4 oder eine Raygun vom COD-Zombie-Modus, oder? Bevor ich es vergesse, 39, 58. 39, 58. Ey! So, nehme ich gleich. All I could think was, there are millions of bacteria in each drop of saliva. Did he brush his teeth? Well, what if he touched a doorknob and then put his fingers to his lips? I waited weeks for that kiss. And ruined. Halfway there. Radar range. Elizabeth! There! Ui! Die explodieren einfach, alles klar. Interesting. Aber auch wie schnell. Das war echt verdammt schnell. Ups. Na, komm doch mal runter. Gotcha, baby.
doch noch zu good use bekommen. So, dann ging es ja noch woanders weiter. Dann war das hier ja bloß das Nebending. Fuck you. Da hole ich mir kurz das Medkit wieder. Oh, alles klar. Ich dachte, es gibt mehr. Ich bin zu zimperlich mit meiner Muni. Ich hab doch alles. Gerade jetzt. Fuck me. So. Ja, ich weiß, was Ammo-Bandidos machen. Hey. Hoffentlich ist das nicht getimed oder so. Tommy Gun Ammo, ach so. Na dann. Ach, da ist er. Ach, nicht der, verdammt. Yeah. I liked it. Ich glaube, den Schock lasse ich hier mal. So. Decoy, hä? Da vorne sind welche. It's not working. Where is she? Open it. There you go. Obliged. Something worse than them. And what could that be? You'll know it when you see it. Hochzeitsland. So, was outkeepen? Ich bin wirklich überfordert hier. She's inside. Toys. Oh.
You know it when you see it, okay. 100% Big Daddy, 100%. Wenn er es schon so sagt, requires one pick. Need a lock picked. Let me see. Das gefällt mir nicht. All yours. Sie hat keinen roten Kreis. Ja, als ob du friendly bist. Jetzt ist sie rot. Ich trau dir nicht. I don't know if she was dangerous or just insane. Next time, I'll be sure to ask. Ja, tu ich. Surprise element. Bullets have a 50% chance to fire electric ice damage. And aiming using sights and after X. Nein, wenn wirklich noch ein Big Daddy kommt. Und ich dauernd im Zielen schieß, mache ich mit jedem Schuss mehr Damage. Also, das ist glaube ich schon besser. Why can't Franklin read quietly in a corner like I did as a child? Careless. Not a single thought to where an accident might leave us. Well, Dr. Wortham prescribed a plasmid, a mother's little helper to keep me sharp. I've had my misgivings, but I let my guard down for a second. That boy may get himself killed. Holy shit! Ach so, er ist immun gegen mich. Du bist schnell. Aber die Handkanone ist wirklich schon noch sehr gut. Aber da man halt zu wenig Muni bloß mitnehmen kann, ist die halt beim Main Game einfach zu scheiße. Ja, ich sehe das schon. Ich sehe das schon, Elizabeth. Oh, Safey. Can you open this? Seems easy enough. Safey, Safey, Safe, Safe. Ooh. Nicht schlecht. What the fuck, Alter? Ist ja gut. Observation number 17. Regarding unknown phenomena. Phenomena presents is odd shimmer. Two witches observed. What? Men in strange hats. Women in large dresses. Buildings that float. Is phenomena window to other space? Other time? What was it Einstein said? The only reason for time is so not everything happen at once. Simple. You want to mind control everybody? Public address system. That's how you do it, Kara. Just like that. Ja, dazu schon wieder mal. Man denkt sich immer so, haha, lustiger Akzent, aber in Wahrheit labert er halt so wichtige Scheiße für die Story. Das ist schon echt cool.
Über uns geht's wohl ziemlich ab. Listen, honey. You know there's rats in there. The size of ponies. Hallo? Okay. Das Ding ist aber nicht so useful, weil ich ziemlich lange offen auf die zielen muss. Das ist eher gefährlich. Gefährlich. Ich schau mal gleich, wie ich das Geschütz kaputt machen kann damit. Medkits gibt's da hinten, gut. Nein. Das ist mir wert. Ich möchte mich hier umgucken. Ach, den Samurai hätte ich halt holen können, ey. Es weiß das, wenn man nachher. Self-Optimization. Ach, wir sind ja so toll. Where are yours? Sally? Oh, yeah, yeah. Sally, it's me, Booker. Now, you come out now. Sally? Dear, do you hear me? It's me, Booker. Now listen, dear. You come out right now! Mr. DeWitt, she's not coming. Now let's get the rest of these vents sealed. It's the only way. Okay, next one. Ist auf jeden Fall eine sehr rustikale Idee, die so rauszuholen. Think you can crack this one open? Child's play. Ready. Warum steht da nicht mal, du brauchst 97 Lockpicks? Oh oh, Appliances. Saving, aha. Habe ich da jetzt wohl ein Save bekommen? Das ist kein gutes Zeichen, weil der 1999-Mode saved nur automatisch. Wenn man ziemlich weit vorgeschritten ist. Elizabeth! There you go. Und danach halt nicht mehr. Hoffentlich kommt jetzt nichts überaus Schweres. Hallo, würdest du bitte mehr Shotgun-Money aufheben? What the fuck? Decoy. Habe ich hier nicht noch einen Samurai gehabt oder so? Wo war denn das Ding? Das sieht nämlich nach einer größeren
Aber hinaus, außer das war es schon. Ja, lass das mal. Falls es brenzlig wird. Radar Range Ammo. Okay. Und Eve ist da, ne? Locked from the other side. How the hell are you? Look. I think I can squeeze through. Give me a boost. CSGO erstmal boosten. I heard the little rat scurry in this way. Oh, natürlich. It's taking so long. I can't get the... Come on. Just give me a second. Elizabeth? Oh, Alter. Seem any worse for wear? Speak for yourself. Boah, ich habe mein Leben gefürchtet. Da kamen zwei Schocktypen. Und auf einmal waren die Medkits weg, die ich eh schon gespawnt habe. Was soll das denn? Elizabeth, ich hasse dich. Alter. Lockpick. Lockpick. Ja, das sind definitiv mehr, als ich noch brauche. Erinnert mich irgendwie an Fallout, ne? So eine Küche hier. Eat cake. Oh ja. So. Wo sollen wir jetzt rein? Da ist ein Gear oben. Ja, mache ich mir jetzt keinen Stress. So viel Krasses ist hier nicht. Okay. Noch ein Audio-Log. Observation number 22. Regarding unknown phenomena. What is the source of phenomena? Suchong employ observers. Observer task to find more phenomena. Observer reports back. Young woman appear from phenomena. And just as soon, young woman disappear. Observer has nothing else to report on topic. If Suchong can find this woman, she will make interesting new phenomena. Er will Elizabeth. Look at your new shirt, roar to life. When your shield breaks, damage dealt, your movement speed are increased to 5 seconds. And your weapon clip is instantly refilled. Plasmid Strips more potent immer noch. Cost less Eve. Ich kann mich halt einfach nicht entscheiden.
Es ist böse. Ich weiß schon, wo ich hin muss. Danke schon, Bioshock. Ich bin nicht blöd. Vor allem spiele ich auf dem Modus. Das sollten sie überhaupt nicht mehr nachfragen. Carbon Ammo Full. Uiui, die geben mir alles. I don't like this. At all. Oh oh. Haha. Jawohl. Eine neue Arena. Gute Nacht. Motorized Patriot Freitag. Carbines. Shit. Don't you want to be little sister available now? Ja, das haben sie mal gesagt. Beim Gephyrus Garden, oder? Nein. Ich weiß nicht, wo genau die es mal gesagt haben im ersten Teil. Ja, die sagen alles gleich wahrscheinlich. Ja, dann machen wir mal zu. Once we close all the vents, we just need to turn up the thermostat and flush the girl out. Ach so, hab ich eins vergessen, oder was? Ja, kann sein, dass ich eins vergessen hab. Hilfe! Ja, weiter unten dich, oder? N. Ja, die ist dieselbe 1999 Mode. Ups. Das weiß ich schon. Das war jetzt so ein Fuck you. Von Ken Levine. Ja, ich habe da ein Vent vergessen zuzumachen. Das war wahrscheinlich hier irgendwo drin. I am 3. Kann passieren. Wow. Alle Hindernisse überwunden. Aber das zwingt mich in die Knie. Nee, hier war das nicht. Nee, nee, nee. Hä? Ach so. Ich rätsel gerade, welches ich übersehen habe. Das habe ich ja geschlossen. Still got a joke.
Ah, da ist es. Shut the fuck up! So. Boah, da habt ihr wahrscheinlich geschrien jetzt, Alter. Tiny, du hast das Bett vergessen! Oh nein, ich muss gleich wiederkommen. Ah ja, das war das Letzte. There should be one more. Was? Oh, allen Gefahren trotzen, aber sowas verkacke ich. Hinten rum raus. Habe ich das echt nicht gemacht? That's the last one. Let's head back to the toy department. Ihr seht schon, ich bekomme Alzheimer. Das ist der Wahnsinn. Alzheimer Maximus. So. Dann können wir auch den Hauptknopf drücken. Fucking hell, das gibt Facepalm-Kommentare. Ich freue mich schon drauf. Erstmal schön die Lauflänge länger ziehen, damit ich 70 Mal Werbung schalten kann. Alright, let me go check the exhaust vent. Flashback. No sign of her. Looks like we'll need to turn up the thermostat if we're gonna flush her out. It's over that way. Psylla. It's the only way to bring her to us. If you won't do it, I will. Just give me the word. Hauptsache, er macht den Navigationspfeil aus, aber ich bekomme die ganze Zeit Tipps für was, was ich schon lange weiß. Mr. DeWitt. Turn up thermostat. Ja, ich mach's ja. Turn it up. What? Turn the goddamn thermostat up. We need to get back to the exhaust before we lose the girl again. Sally! Sally, come out! It isn't working. I told you she's coming. It isn't working. Turn it off. If we turn it off, it's not gonna work. We have to turn it off. We are hurting her. Sally! Sally? Sally, it's Booker. It's me. Sally. Come on, I'm gonna get you out of here. Sally! Come out here right now! No, 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 no! Sally... No! Booker! Stay Bubbles! Ach so, das für mich dann, ja. Sorry. Da kannst du nichts dafür. Wow. Sorry, that's all I've got. Ah!
There you go. Hilfe. Lass mich los. Alter, der hat mich so geslowt und fast gefickt. Ich hab null überall. Alter. Okay. Egal, da sind wir dann auf. Ziel erreicht. Mr. DeWitt. It's okay, Sally. Is she? Look, it's her. She's come to see you. We're going home. Do you want to go home? Don't fight, please. Don't. I'm here. I just want to take you home. I just want to. Give her back. Give her back. You're hurting her. She's got to come with She's me. She's not your child. She is mine. Let her go. Let her go. She's mine. The tear is closing. Shut it down. Shut down the machine. You've got to pull her through. Shut down the machine! No, she's not through! Hurry. Shut it down! No, no. Comstock. No, no. I wasn't. No. Yet you had to have me, didn't you? No, this isn't right. And when the guilt no. was too much... You turned to us to solve your problem. To provide a place to go where you might forget. Where there never was an Anna in the first place. Comstock was never one to own up to his errors, was he, brother? Never comfortable with the choices he made. Always seeking someone else's life to claim as his own. Elizabeth. Child. I am so sorry. No, you're not. You're about to be. Yeah. Tja, Ende von Episode 1 von Buried at Sea. Jetzt dürften die Hirne natürlich genauso blank liegen. Wir haben die ganze Zeit Comstock gespielt und nicht Booker. Und zwar, ja, es passiert nach dem Ende des Main Games. Ich habe da die Story ja schon, weit es geht, nochmal vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Aber es war nicht ganz so schwer zu verstehen. In der Realität hat Elizabeth ihn halt zurückgehalten. So ein bisschen das Kind da durch den Riss zu ziehen und sie wollte ihn halt daran erinnern und so, ja, quasi ihre eigene Rache bekommen an ihm. Und ja, Comstock hat die Lutheses halt gebeten, irgendwo einen Neuanfang machen zu können, damit er den ganzen Scheiß, den er getan hat, vergisst. Immer noch kompliziert und verwirrend, aber so soll es ja auch sein. Episode 2 wird noch eine Schippe drauflegen.
und sogar das Ende des Main Games toppen. Da freue ich mich auch schon drauf. Kommt dann als nächstes Burial at Sea Episode 2. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich habe mich ein bisschen dumm angestellt, muss ich sagen. Aber zum Glück ohne Tod durchgekommen, ist das Wichtigste. Und der Endkampf war so haarscharf. Tudum, tudum, immer noch. Danke fürs Zuschauen. Freue mich auf eure Kommentare. Aber nicht auf die, du hast das Event übersehen. Kommentare auf die nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.